Erste Hilfe kann auch sexy sein. Und Deutschland schickt einen weiblichen Anime-Fan zum ESC. Diese zwei Themen seht ihr nach dem Intro. Der Arbeiter-Samariter-Bund hat ein Video auf seiner Facebook-Seite hochgeladen, in dem sehr luftig angezogene Frauen uns die erste Hilfe erklären. First Aid Ladies zeigen unter Songparodien mit natürlich sehr authentischen Kostümen, wie die Erste Hilfe funktioniert, unter anderem die Wiederbelebung, die Herzdruckmassage und mit Hilfe des AEDs den automatischen externen Defibrillator. Viele kritisieren dieses Video, es sei sexistisch und würde das Frauenbild zerstören. Viele hingegen finden aber auch, das Video sei sehr, sehr gut. Also sozusagen awesome! Ich für meinen Teil, also natürlich meine freie Meinung, finde dieses Video wirklich genial, weil es geht mehr auf die Jugend zu. Durch bekannte Chart-Songs wie zum Beispiel All About That Bass von Meghan Trainor, Rock Your Body von Justin Timberlake und Shake It Off von Taylor Swift. Die negative Kritik kann man einerseits verstehen, weil es das Frauenbild wirklich ziemlich freizügig zeigt und auch den perfekten Männerkörper als dunkelhäutigen, durchtrainierten Sixpack zeigt. Was aber sozusagen einfach nur eine übertriebene Parodie des originalen Musikvideos sein soll. Und meiner Meinung nach wäre es auch nicht so gut angekommen bei über 600.000 Aufrufen auf Facebook. Ich glaube nicht, dass es so gut angekommen wäre, wenn sie da einfach nur irgendwelche Sanitäter mit Puppen haben rumspielen und diese ganzen Tätigkeiten zeigen lassen sollen. Ich weiß nicht, ob das jetzt gut gedeutscht war, aber das ist mir völlig egal. Auf jeden Fall hat das Video einen riesen Hype. Meiner Meinung nach ist das ein sehr gutes Video. Ich finde das wirklich genial, weil ich finde, die Message kommt gut rüber. Es greift die Jugendlichen an und motiviert mich zum Beispiel, würde es motivieren. Die Jugend fängt heutzutage auch an, mal mehr auf den Text der Lieder zu hören. Deswegen finde ich es auch ganz interessant, dass solche bekannten Chartsongs parodiert wurden und so eine wichtige Message in Bezug auf Wiederbelebung, Erste Hilfe und allem Möglichen, was damit zu tun hat, damit sozusagen kombiniert wird. Weil der Text in so vielen Liedern hat viele Bedeutungen und der Text in diesem Lied bzw. in dieser Parodie ist einfach, die Leute dazu zu animieren, Erste Hilfe zu leisten, nicht scheu davor zu sein, weil das Einzige, was man falsch machen kann bei der Erste Hilfe, ist nämlich gar nichts zu tun. Deutschland hat gewählt. Wir schicken eine 17-jährige Schülerin, die unter anderem übelst Otaku ist. Und zwar Jamie Lee Krivitz. Leider musste ich die Tonspur dieses urheberrechtlich geschützten Videos entfernen. Das Originalvideo findet ihr unten in der Videobeschreibung und auch selbstverständlich das Musikvideo dazu. Sie ist 17 Jahre und hat meines Wissens nach The Voice of Germany gewonnen und war im Team von diesen zwei Typen von den Fanta 4. Ich kenne die Namen jetzt nicht mehr. Ich glaube, der eine heißt irgendwas mit Udo. Die nächsten Termine vom ESC ist das ESC in Concert am 9. April. Das erste Halbfinale findet am 10. Mai statt. Das zweite Halbfinale findet zwei Tage später am 12. Mai statt. Und das große, grande Finale von dem ESC in Stockholm in Schweden findet am 14. Mai statt. Wann es im Fernsehen laufen wird und auf welchen Sendern, ich habe keine Ahnung. Das war's mit meinem kleinen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und eure Meinung gerne in die Kommentare. Lasst mir einen Daumen da und ja, verbreitet das Video gerne. Ich habe nichts dagegen, wenn ihr auch den Abo-Button drückt. Und unten in der Videobeschreibung kommt ihr zu meinen Social Media Links und auch zu meinem Equipment, falls es euch interessiert, was ich überhaupt für Equipment für dieses ganze Drumherum hier verwende. Unter anderem gibt es auch einen Link, wo ihr mir donaten bzw. spenden könnt. Im Moment habe ich kein Spendenziel, aber wer weiß, vielleicht kommt ja irgendwann eins. Und ja, das war's von meiner Seite aus, euer Markus von Markus Vloggt. Haut da rein!